Yo, hey Leute und herzlich willkommen auf dem Testserver. Hier ist gerade das Bezwingen die Unbezwingbaren Event online und wir wollen uns als erstes mal die Belohnungen anschauen. Wir haben 5 Seelensteine, 4 Schlüssel der Niederlage, dann haben wir Sphärenscherben, Chamäleon-Kostüm, jetzt kommen verschiedene legendäre Items und zwar eine legendäre Rüstung, legendärer Schmuck und legendäre Waffe. Dann einen großen Edelsteinbeutel, das Emote Freudensprung, das Matador-Kostüm, einmal einen strahlenden Edelsteinbeutel, das schnelle Reittier Arracht, Schuppendrachenbrut. Dann haben wir eine Rune der Härte mit Konzentrationskosten, Mana-Kosten, Dampfkosten und Wut um 2% reduziert. Die Sternschnuppe, die braucht ihr dann, um das Pad zusammen zu craften. Aktuell in der Beschreibung steht nur Arachna, Herodor, Beerwedge und Medusa-Puppe dabei, aber es wird auch wahrscheinlich zukünftig für weitere Begleiter gelten, das erwähne ich dann noch. Dann haben wir 5-mal die Träne der Schöpferin. Hier hätten wir eine neue Waffenzieher. Und der einzigartige Wert ist, jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird dein kritischer Schaden um 0,2% erhöht und deine kritische Trefferwertung um 0,1%. Dieser Effekt gilt eine Minute lang und kann bis zu 100 Mal gesammelt werden. Das heißt, am Ende habt ihr 20% mehr Crit Damage und 10% mehr kritische Trefferwertung. Also 20 Crit Damage mehr und 10% kritische Trefferwertung. Dann haben wir noch 2 vergoldete Kleeblätter und eine Rune auf der Vanquisher, also im Prinzip der Gürtel des Bezwingers ist im Prinzip genau das Gegenstück zu dieser Rune. Bei dieser Rune werden am Ende nochmal 2% Crit Damage draufgerechnet und 0,5% kritische Trefferwertung. Das heißt, ihr habt am Ende, wenn ihr den Buff bei 100 habt, habt ihr 22% kritischen Schaden erhöht und 10,5% kritische Trefferwertung. Ich finde hier, da die Rune hätte noch etwas stärker sein können, aber egal. Zusätzlich dazu, die Traken unten sind zusammengerechnet 1250. Ich gehe sie nochmal durch. 20, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Dann kommen einmal die 80. Davor kam alles zweimal. Dann 100 Traken, 120, 140, 160, 200 Traken. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das 1250 Traken an reinem Fortschritt. Unterteilt ist das dann ihr kauft euch diese einzelnen Eingänge und könnt dann im Prinzip bis Infernal 3 reingehen. Auf Normal droppen angeblich 2 und auf Schmerzhaft auch 2. Das heißt, solange nicht auf Schmerzhaft 4 droppen, kann man auch normal reingehen. Wie ihr hier schon sehen könnt, es gibt neue Sachen von Nefertari. Und zwar haben wir hier bei Pets, bei gezähmte Feinde, haben wir den Nefertari-Doll. Momentan gibt es noch keine Beschreibung dazu. Ich gehe aber mal davon aus, dass es mit Crit Damage zusammenhängt, weil dort unten steht Nefertari Crit Damage Buff. Da wird wahrscheinlich gerade noch getüftelt, wie das aussehen soll, beziehungsweise wird das dann dorthin geschrieben. Und wir wollen jetzt einfach mal auf Normal reingehen und uns das Ganze mal anschauen. So, ist die ganz normale Arena, ja. Hier, das sieht ein bisschen anders aus. Und es beginnt natürlich wieder mit König Herodur. Okay, da habe ich schon mal Kont daneben geschossen. Ich bin aber auch Waldi 0,0 gewöhnt. Da muss ich viel mehr die Maus bewegen als jetzt beim DK, weil beim DK stehe ich halt einfach und drehe sie nur. Hier muss ich, wenn ich laufe, nach links viel weiter nach rechts mich drehen, als wenn ich es beim DK einfach nur so mache, ne? Das müsstet ihr verstehen. Aber egal, irgendwann gewöhnt man sich da auch mal dran.
So. Übrigens, der Fortschritt ist auch höher. Also das sind jetzt halt bis 7500 geht der ganze Spaß. So, dann haben wir Beerwedge. So, und jetzt müssen wir gucken. Da kommt nämlich auch gerne mal ein anderer Bossgegner. Gut, wir haben jetzt Medusa. Das ist okay. Mit der können wir dann doch was anfangen. Die Schlangen können da nicht drauf gehen, oder? Verschwinden dann einfach mit der Zeit, genau. Boah, seit wann macht denn der Damage? So, jetzt haben wir das gefallene Heiligtum, das dürfte Gorga sein. Und da gucken wir auch mal noch mal rein. Und dann müsst ihr natürlich dann Gorga erst besiegen. Die dürfte jetzt auf normal nicht so schwierig sein, ich hoffe es mal. Das Geile beim Waldi ist ja, dass er im Prinzip wirklich, ich meine, DK kann auch mit Wutschlag resetten, aber hier ist ja eine 40%ige Chance, dass das zurückgegeben wird. So, was droppt denn da? Die droppt an sich nochmal Fortschritt. Das scheint mir auch neu zu sein. Aber jetzt auch nicht viel. Wie gesagt, zwei Schlüssel der Niederlage droppen. Und hier oben sind dann wieder wie gewohnt die Kisten, ja. Eine normale Kiste, da braucht man einen. Und dann gibt es noch die goldene, da braucht man dann 10 dafür, ja. Gut, normalerweise auf dem normalen Server habe ich genau dort im Prinzip meine Reisekarte, beziehungsweise meinen Mantel, glaube ich, meinen Mantel. Und daneben ist die Reisekarte, ja. Gut, gehen wir einfach nochmal rein, dann zeige ich euch das kurz, was es da so für Variationen gibt. Habe ich irgendwelche besseren Essenzen? Ne, ich glaube nicht. Diese, doch, hier rote, naja gut, aber auch nicht viel. Halt, stopp, wo haben wir es? Da. So, gehen wir nochmal auf normal rein. Wie gesagt, ich habe schon andere gehabt, die auf, die auf einem anderen Schwierigkeitsgrad drin waren, zum Beispiel schmerzhaft, und da sind auch nur so viel getroppt. Das heißt, die verlassen wir uns jetzt einfach mal, dass da bei schmerzhaft auch bloß 2 troppen. Ja, das ist beim Waldi schon echt ziemlich OP. Ich weiß nicht, ob, wenn das Fangnetz trifft, ob da allgemein eine 40%ige Chance besteht. Oder ob das für jeden Mob ist, weil das wäre ja noch... Ja, das kann sich ja nicht erhöhen. Wie heißt das Skill genau? Ich glaube... Genau, trifft Fangnetz überhaupt irgendeinen Gegner, besteht eine 40%ige Chance. Das, wenn jetzt 10 Gegner dort stehen... tut da nicht für alle 10 Gegner, die... Das wäre Quatsch. Dass man diese Typen nicht töten kann, ne? So, Tegans Schwurhalle. Das ist wieder mal der typische Vorführeffekt. Dass bei mir kein anderer Boss kommt. Also es kommen auch andere Bosse. Und zwar könnt ihr
in das Geister-Event geschickt werden. Das kann passieren. Es kann aber auch sein, dass ihr Neumond bzw. Vollmond-Bosse kriegt. Also es gibt sehr viele verschiedene Zugänge, ja. Ihm haben wir natürlich wieder mal kein Glück, dass die 40% eintreten. So, hier sind auch zwei Schlüssel getroppt, also können wir jetzt erstmal sagen, dass generell zwei Schlüssel droppen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, also alles, was ich so zum Event sagen kann, habe ich jetzt schon gesagt. Da wird jetzt nichts Neues mehr kommen. Das bedeutet für diejenigen unter euch, die jetzt nicht noch gucken wollen, was ich im dritten One kriege, beziehungsweise es kann auch sein, wenn im dritten One jetzt wieder Gorka oder Herold kommt, dass ich das entsprechend rausschneide. Ja, logisch. Ach hier, das habe ich gar nicht gesehen. Haben wir noch ein extra Angebot. Das kennt ihr ja, dass man einfach direkt dorthin reist. Ach so, und dahinter steht dann noch der von Dragan Event. Ja gut, das überlagert sich jetzt hier alles ein kleines bisschen, aber ist halt typisch Testserver, ne? Hoffen wir mal noch einen Eingang. Das Schöne ist vor allem, dass man hier oben rauskommt und nicht bei Kingsale unten. Also da ist wirklich genau diese gleiche Stelle genommen worden. Ja, es ist halt auch das Event, wo man am meisten Fortschritt farmen kann. Also, ich rede schon wieder Blödsinn. Ist das Event, wo man am meisten Draken farmen kann? Mann. Einmal überlegen, was man sagt. Also es ist heute wieder das erste Video des Tages. Beziehungsweise nehme ich ja allgemein nicht mehr so viele Videos auf. Ich kann auch schon mal ankündigen, dass wahrscheinlich irgendwann mal wieder eine Lootboy-Aktion kommen wird. Momentan gibt es da wieder was, was sie anbieten. Da bin ich schon am Organisieren, dass ich da eine Promotion kriege. Genau. Fürs Event an sich selber würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr mehr Fortschritt haben wollt, im Prinzip erstmal 5 Ones zu machen. Dann habt ihr nämlich 10 Schlüssel und dann immer 2 Schlüssel auszugeben. Das heißt, eine Truhe aufzumachen, weil dann habt ihr den großen Vorteil, dass ihr, wenn, also falls ihr eine von diesen Legi-Kisten habt, dass ihr im Prinzip genau da dann sagen könnt, ja, die mache ich jetzt auf oder die mache ich nicht auf. Weil wenn ihr nämlich eine habt und habt dann an der Stelle nicht genug Schlüssel, dann ist es natürlich doof. Und dann habt ihr genau diese Chance halt verspielt. So. Ja, also der Waldi hat übrigens, für diejenigen, die sich wundern, hat halt hier ein paar Sets zur Verfügung. Also Q9 Set wäre dabei. Und andere Sets. Die Draken werden jetzt übrigens auch automatisch gelootet. Also nicht wundern, wenn ihr... Ach, Mensch. Da oben ist halt bei mir die Reisekarte. Na gut. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwie
denkt, da drin sind keine Draken mehr. Pro Kiste sind wirklich 25 Draken drin und das immer. Das bedeutet, ihr könnt euch ziemlich viele Draken farmen. Nehmen wir mal an, normal lohnt sich jetzt am meisten und ihr habt, was weiß ich, 5000 Sphärenscherben, ja? Teilt durch 9, dann hätten wir uns auch grob überschlagen können. Mal, ihr werdet ungefähr immer 2 Kisten aufmachen können, also mal 50. Dann habt ihr allein schon 27.777 Draken in dem Event gefarmt, wenn ihr 5000 Sphärenscherben habt. Also wie gesagt, das Event ist wirklich gut, wenn ihr Draken farmen wollt. Gut, gucken wir mal, ob wir noch einen anderen Boss kriegen. Na gut, beim DK ist es natürlich so, dass er allgemein seine kompletten Sachen resetten kann. Aber Waldläufer kann halt auch bei vielen Sachen skillen, dass sie gar keine Ausdauer kosten. Das muss man auch mal dazu sagen. Also eine Balancing-Anpassung wäre halt auch mal ganz fair. Was weiß ich, dass beim Waldi genau diese ganzen Sachen hier... Ich meine, das kostet ja... 33 Konzentration, dass man das um 50% reduzieren kann. Oder Fangnetz kostet, glaube ich, 20, 25 Konzentration, das dann halt 12,5 kostet, ja. Beim Waldi kann man wirklich so viele Sachen skillen, dass die viel weniger kosten. Also auch hier die Dornenschneise, die kostet halt 66, da wären 33 auch schon mal weniger. Dass die eigenen Wölfe einen blockieren, ist auch sehr nervig. Fallenes Heiligtum. Gut, die hatten wir schon mal. Machen wir noch kurz. Also die normalen Bosse sind wie gesagt dabei, aber es gibt Screenshots davon, wo man deutlich sehen kann, dass auch andere Sachen vorkommen. Also einer war hier halt bei... Guck gleich, nachdem wir einen Boss besiegt haben. Ja genau, wenn ich jetzt, wenn man mehr Attack Speed hätte, würden da auch mehr Schüsse rauskommen. So, Schlüssel der Niederlage. 2 Stück, wie immer. Und dann holen wir uns jetzt noch ein paar Draken ab. Ja, und dann wär's das eigentlich mit dem Video. Ich guck mal hier kurz, genau. Creepy Castle heißt dann der Eingang. Also da geht's dann zu... Shrine of Azar Challenge. Okay. Also zu Quenfara könnte auf jeden Fall kommen, da braucht er dann halt Lichtessenzen. Von Blutmond brauchst du dann die funkelnden Essenzen, also daran müsst ihr, wie gesagt, denken. Hatte ich jetzt nicht dabei bei den Ones. Will jetzt aber auch nicht alle Sphärenscherben raushauen, die ich ja so auf dem Account habe, weil sonst habe ich halt keine mehr. Das wäre dann auch ein kleines bisschen doof. Und... Damit würde ich mich natürlich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden und sage bis dahin, ciao, euer Zardas.